Moin ihr Lieben und willkommen zum neuen Video. Nach dem Intro könnt ihr euch denken, worum es heute geht. Und es war ja auch schon angekündigt, ich bin bei Glenn und Sascha, der ist heute nicht da, aber wir sind bei Uhrwerk 31. Und der eine oder andere weiß es ja, ich habe ja hier vor etwas mehr als einem Jahr meine Uhr gekauft. Und ja, wir haben zueinander gefunden, Glenn wird gleich noch ein bisschen was erzählen. Und deswegen dachten wir, machen wir mal Videos zu dem Thema Uhren. Ja, viele, die das interessiert, viele, die gesagt haben, macht doch mal ein bisschen mehr dazu. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das heute mal. Und der Glenn wird euch gleich ein bisschen was über den Laden selber erzählen, was hier so, ne, so das Prinzip ist, wie man hier so vorgeht, was hier so ja, für Uhren zu kaufen sind. Und dann haben wir drei Modelle für euch, die, ich sag mal so, als Einsteigeruhren bezeichnet werden könnten. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal übergebe ich an Glenn und dann stellt er sich euch mal vor. Ja, danke Daniel. Also erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Uhrwerk 31 in Hamburg-Eppendorf in der Hegestraße. Und ja, erstmal vielen Dank Daniel, dass du das hier für uns machst. Ja, der Daniel war ja mal klassischer Kunde in unserem Haus, ist hier im Grunde genommen so wie alle, ja gerne herkommen und auf tolle Sachen stehen, hat sich für eine schöne Datejust entschieden, hatte diverse Fragen zum Modell. Ja, und die, denke ich mal, haben wir ihm recht gut beantworten können. Also wir sind ja nun schon ziemlich lange hier an diesem Standort und ganz speziell eben auch der Sascha, der, wie Daniel ja schon sagte, im Moment leider abkömmlich ist, aber dann wahrscheinlich auch später noch dazu stoßen wird. Da müssen wir halt eben abwarten. Ja, Uhren, schönes Thema, ne? Haben wir, glaube ich, alle Lust zu. Ja, wir haben hier mal, wie gesagt, so zwei, drei Sachen rausgesucht. Unter anderem eben auch das Modell oder eins der Modelle, in dem sich der Daniel damals auch ein Stück weit verguckt hat. Und wenn man dann sieht, was wir so bieten können, was in der Regel nicht normal ist, aber Sascha eben auch sehr engagiert ist, ganz, ganz tolle Sachen für euch zu besorgen und hier für euch bereitzustellen, das ist schon nicht ganz ohne. Ja. Wie lange bist du schon im Thema Uhren selber drin? Also jetzt ganz explizit bin ich bei Sascha im dritten Jahr, habe natürlich aber auch vorher schon das eine oder andere Modell besessen, weiß natürlich auch, was das bedeutet, was das an Wertigkeit hat, wie schwierig es ist, da eben auch an gewisse Sachen zu kommen. Also das ist jetzt nicht nur gefühlt so, weil ihr jetzt eben auch, ja, vielleicht, wie soll man es nennen? Der eine würde vielleicht denken, ein Stück weit ist es irgendwie ein Hype. Das ist halt nicht so. Also gerade ganz speziell bei den Modellen mit der Krone ist das eigentlich schon gefühlt ewig so. Also sicherlich haben gewisse Situationen die Lage etwas verschärft und macht es halt eben auch noch schwieriger, an gewisse Modelle zu kommen. Aber alles in allem, wie gesagt, versuchen wir Dinge zu realisieren, versuchen wir unsere Kunden hier eben auch dementsprechend zufrieden zu stellen mit dem, was wir haben. Und ich denke, wenn man so ein bisschen in die Auslage schaut, ich weiß nicht, wer das in Deutschland so machen kann. Also das passt schon. Also auch die Qualitätsgüte der Uhren oder ja, wir sind ja recht einfach hier und auch recht einfach gehalten. Also der Sascha, die Kollegen hinten, wir ziehen hier alle an einem Strang und wir sagen halt in der Regel immer, hier soll nichts rausgehen, was wir nicht selber tragen wollen würden. Beziehungsweise Haupttenor ist hier irgendwie immer, kommt hier alle bitte rein mit dem Lächeln und ihr könnt auch alle mit dem Lächeln gehen. Also hier muss, es muss hier niemand irgendwie irgendwas. Wenn wir euch eine Freude machen können mit den Dingen, die wir hier haben, mal von der Wertentwicklung eines solchen Modells mal abgesehen, dann freut das uns. Also wenn wir das erste Lächeln im Gesicht von euch sehen, wenn ihr jetzt sagt, oh Mensch, mein Gott, ich habe das Ding jetzt mal in der Hand, Optik, Haptik, oh, und es ist vielleicht, keine Ahnung, in einer halben oder dreiviertel Stunde sogar meine Uhr und ich dann dieses Endlächeln sehe, das ist eigentlich so, das ist unser Ding, das ist so, also wir fühlen das voll mit, also das ist, ja, es ist einfach, ja, selbst für mich, auch mit etwas über 50, was ganz Besonderes. Also wirklich, wenn man in diese Gesichter, und es ist uns völlig egal, aus was für Verhältnissen die Leute halt ein Stück weit kommen. Ich freue mich wirklich über diesen 16-, 17-Jährigen, der sein erstes Geld, wie nennt er das, glaube ich, heute, mit Turnschuhverticken gemacht hat und dann hier ja, seine erste Uhr kauft. Also ich denke dann wirklich, also habe ich schon ein paar Mal gehabt. Das ist mega, weil
ich dann auch ein Stück weit sehe, dass es halt nicht nur die Emotionen, die irgendwo ein Stück weit bedient wird, eben diese Freude, die irgendwo da ist, sondern klar, wie gesagt, da ist vielleicht ein Stück weit die Erfahrung von Sascha und mir in den Jahren. Wir sagen Top Invest. Also zu sehen, sich zu belohnen, zu sagen, oh, ich habe jetzt was ganz Tolles für mich getan, aber eben auch auf der anderen Seite zu sagen, Mensch, mein Gott, in ein oder zwei Jahren, Wahnsinn, das kriege ich ja nirgends von Zinsen auf der Bank. Genauso sieht es aus. Also, nichts anderes ist es. Also, it's better a man with a plan as without a plan. Ne? Also, einen zu haben, einen guten Weg zu gehen und zu sagen, das ist es irgendwo, das, ja. Ja, so war das bei mir auch. Ich bin ja, ich glaube, Anfang letzten Jahres bin ich hier das erste Mal rein. Und da habe ich mir ja schon eine Datejust angeguckt und hast du ja auch gesagt, so, ja, wenn du die jetzt ummachst, so, dann ist eh vorbei. Dann ist klar, dass du die haben willst. Ja. Und so war es ja letztlich auch genauso. So, und dann bin ich 3 oder 4 Monate später wiedergekommen, als die Kohle zusammen war. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine perfekte Überleitung. Was haben wir denn heute hier für Modelle? Was haben wir? Also wir fangen mal wirklich bei dem, ich sag mal, ich spreche jetzt wahrscheinlich ein Stück weit mehr die Herrenwelt an, aber ich habe ja auch für die Damen dementsprechend, ja, das Wort Sub, ne? Submariner ist ganz klar. Ich habe mir gedacht, so von der Art her sowieso mal ganz klassisch, habe hier eine schöne Submariner No Date, das ist eine 14060, das ist die Referenznummer dieser Uhr aus dem Jahre 91, was diese Uhr für mich ein Stück weit auch besonders macht. Wir versuchen in der Regel immer, wenn es geht, wie wir sie bekommen, auch genauso abzugeben, wie die Originalzustände sind. Das ist eine Uhr, die über ein originales Tritiumblatt verfügt. Und wenn man halt die Farbe des Dials sieht und sich auch ein Stück weit mit diesen Uhren auch mal auseinandersetzt, dann ist das einfach ein Ding. Daniel hat es mal eben erwähnt, bei dem Modell, was er sich damals ausgesucht hat, das flasht, das haut einen einfach weg. Da sagt man einfach, oh mein Gott, das ist ja... Hammer. Also eine ganz, ganz tolle Uhr. Wirklich. Also jeder hat ja so seine Vorlieben für gewisse, ja, Merkmale an so einer Uhr. Ich bin halt mehr so der klassisch Aufgeräumte. Ich finde das ganz, ganz toll, wenn so eine Uhr ganz einfach und clean rüberkommt. Mhm. Deswegen bin ich auch Fan von diesem Modell. Andere suchen halt irgendwo nach anderen Dingen. Und ja, eigentlich findet man speziell auch eben in dem Segment, ja, das, was einen dann auch ein Stück weit anspricht. Ne? Und ja, das A und O ist dann eben auch wirklich zu sagen, das Ding nicht einfach so über den grünen Klee zu kaufen. Also davon rate ich auch jeden ab. Wenn ich hier irgendwie Gespräche führe, ist es relativ egal. Und wir haben ja nun viel telefonischen Kontakt mit den Kunden. Ja, heute natürlich per Mail auf mehreren Plattformen. Und es ist mir eigentlich relativ egal. Und wir haben unsere Kunden halt eben weltweit, europaweit. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt bitte in den Shop, schaut euch die Modelle an, legt sie an, um überhaupt zu sehen, geht es oder geht es nicht. Also in erster Linie, und das ist für uns hier auch ganz wichtig, ja, natürlich, wir leben vom Uhrenverkauf, keine Frage. Aber wenn so ein Modell nicht passt, weil für uns ist irgendwo auch das Gesamtbild entscheidend, dann haben wir sicherlich, ich sag mal ganz vorsichtig, eine Alternative. Oder der Käufer sollte sich dann dementsprechend auch Gedanken machen, um zu sehen, ob es vielleicht ein anderes Modell wert oder wie auch immer. Dann sagen wir auch, klar, möchte ich dir jetzt vielleicht was geben. Ich kann es vielleicht nicht im Moment, weil es einfach nicht zu bekommen ist. Aber schaut doch immer ab und an mal bei uns auf die Seiten. Weil, wie gesagt, der Sascha wirklich bemüht ist, hier für euch ganz, ganz tolle Sachen zu holen. Und das ist wirklich... Also ich sag mal ganz, ganz, ganz locker, wenn die Woche 8 Tage hätte und der Tag 25 Stunden, ja, dann macht er das. Das macht er wirklich. Also ja, der hängt da voll drin. Kann ich auch nur so bestätigen. Also immer, wenn ich jetzt mal irgendwie bekannte Freunde hatte, die gefragt haben, gibt es eine Uhr, ist da irgendeine Möglichkeit so, dann haben wir es immer hingekriegt. 2 Leute waren schon hier, einer aus Berlin, der andere aus Hannover. Und das zeigt ja auch, dass die Leute hierher kommen und gerne hier sind. Die haben im Vorwege, glaube ich, mit euch telefoniert. Genau. Und ja, das passt halt einfach so. Ne? Also das ist ja auch das, was mir so gut gefallen hat, als ich hier war. Man kommt hier einfach rein, völlig egal, ob man Ahnung hat oder ob man keine Ahnung hat. Und man schnackt und wenn es einem gefällt und wenn es passt, dann passt es und dann ist auch alles schick. Und ich meine, mittlerweile, wie gesagt, bin ich gefühlt, weiß ich nicht, einmal im Monat oder alle 2 Monate mal hier, einfach nur zum Schnacken. Jetzt machen wir Videos, ist einfach schön. Wir haben alles richtig gemacht. Auf jeden Fall. Was die Leute sicherlich immer interessiert,
Klar, ne, so ein Thema, über Geld spricht man immer nicht, aber sag doch mal vielleicht so ein bisschen andeutungsweise ein bisschen was über die Wertentwicklung. Gerade jetzt bei dem Modell, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, über die Sub, ist eine No-Date aus 91, hast du gesagt. Kannst du vielleicht ja mal so ein bisschen andeuten, im Zweifel, Preise kann man sich auch selber im Internet raussuchen, aber so ein bisschen über Wertentwicklung der Jahre, was du so mitgekriegt und verfolgt hast. Also ich halte das auch immer gerne relativ locker. Also wenn man so ein Modell sieht und vielleicht mal 2, 2,5 Jahre zurückgeht, dann ist das eine Uhr gewesen, die hier für irgendwas zwischen 5.000 und 6.000 Euro verkauft hätte werden können. Und jetzt kann sich jeder ausrechnen, wo man in etwa liegt. Wenn ich auf diese Uhr jetzt schaue, die jetzt so bei 8.200 Euro liegt, dann möchte ich einfach mal behaupten, Leute, das kriegt ihr nirgendwo an Zinsen auf der Bank. Das heißt, in erster Linie ist es nicht so, dass ich jeden Tag mein Geld präsent habe und jetzt auf die Uhr gucke und denke, oh super, habe mich ja belohnt. Das ist ja das eine, was ja schön ist. Nee, das macht Plumps, und zwar in der richtigen Tasche, in der die Uhr trägt und hat oder besitzt. Das heißt, das sind eben nicht nur schöne Dinge, wie schon bereits wie eben erwähnt, die einen emotional zufriedenstellen. Das sind tatsächlich Invests, wo man ganz, ganz ja, tolle Margen mit erzielen kann. Ja, das ist bei allen Modellen, die hier so liegen, die wir jetzt hier präsent auf diesem kleinen Tablett haben, ja, ist das so. Das ist also die nette Randerscheinung. Das ist ein richtig, ja, man kann, denke ich mal, tatsächlich fast nicht besser sein Geld anlegen. Ja, das ist safe. Ja. Und man muss auch sagen, also das geht mir ja auch so, ja, natürlich weiß man, was man an Geld ausgegeben hat und man weiß, was das Ding wert ist irgendwann, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Also bei mir ist es auch so, ich freue mich einfach jeden Tag darüber, das Ding zu tragen. Genau. Jeden Tag. Genau. Seit ich die habe, seit über einem Jahr, jetzt mal abgesehen davon, wenn ich irgendwie im Urlaub fliege oder was, aber ich trage die jeden Tag und ich freue mich jeden Tag über das Ding. Es ist wirklich so. Und das ist ja auch das, was man eigentlich damit erzielen will. Eben, das ist ja eben einer dieser Effekte oder so, wie ich es vorhin eben auch ein Stück weit angesprochen habe. Es ist einfach nur herrlich, hier zu stehen, den Kunden zu sehen, der eine gewisse Vorstellung hat. Der ist ja, ich sag mal, meistens nie vorher wirklich live, wirklich gefühlt hat auch dementsprechend, sondern vielleicht nur ins Fenster geguckt hat und gesagt, oh, irgendwann mal, keine Ahnung. Also unsere Tür hier ist immer auf. Egal, ob die Kaufabsicht jetzt, sofort oder vielleicht in 3 oder 4 Jahren. Also wir versuchen euch ja auch durch alle Zyklen zu begleiten, ein Feeling dafür zu kriegen, für die einzelnen Baureihen und Modellreihen. Also das ist ja gerade wie bei dir, auch bei den Datejust-Modellen, es gibt ja alte Modelle mit gefaltetem Band bis hin zu den mit den neuen Aufbauten, wo auch die Gehäuse dann schon ein bisschen ja, korpulenter sind. Mhm. Also all die Dinge und den Kunden das halt eben ein Stück weit eben auch nahe zu bringen, dieses Gefühl einfach eben auch zu kriegen. Also wie gesagt, dieses ja, sich da richtig reinzufühlen, weil wie gesagt, das ist ja wirklich so, das ist ja nicht irgendwas, sondern das ist ja wirklich auch so ein emotionales Ding. Das Ding muss man einfach lieben. Also wie gesagt, oder was sage ich in der Regel immer? Ja, das Ding liegt morgens auf dem Nachttisch und diese Freude schon zu haben, oh, das packe ich mir jetzt am Arm und schon der Blick drauf, jo, that's it. Das schockt einfach. Das ist, ich habe was Besonderes. Ist genauso. Ich habe mir einfach meinen Traum verwirklicht, irgendwo ein Stück weit. Wie schon gesagt, da hat ja jeder so seine, ja, wie soll ich sagen, seine Gefühle für Sachen. Bei dem einen ist es das tolle Auto, ein schöner Ring, die wir auch haben, kein Problem. Aber halt eben dieses Ding Uhren, ne? dieses zu wissen, ich habe da was ganz Feines und was ganz Besonderes, ja. Du hast eben schon angesprochen, oder ich habe es eben auch schon angesprochen, meine Datejust. Ich würde vorschlagen, damit kommen wir auch zum zweiten Modell heute. Mhm. Die Datejust, ihr seht es wie immer gleich so ein bisschen in der Überblendung, aber erzähl mal, was haben wir hier für eine Uhr? Also das ist jetzt, wenn wir hier mal drauf schauen, wir haben jetzt hier mal so eine 160-14 genommen. Also das ist praktisch in der Regel bei Leuten, die wirklich beginnen, so ein Klassiker, sage ich halt mal eben so. Also ich mache es so, gerade weil es ja nun auch in Anführungsstrichen teuer ist oder ja nun auch ein bisschen Geld kostet, dass man dann irgendwo auch eine Uhr findet, wenn man irgendwo ein Stück weiter eben einsteigt in dieses Metier, die man auch ja gut kombinieren kann. Ne? Also das ist halt eine Uhr, die dann auch schon schnell mal einen Preis hat, so um die ja bis 5, 6, 7.000 Euro, je nach Zustand, je nach Beipack mit und ohne Papieren, wobei wir eben euch auch da sagen können, macht euch keine Sorgen, weil ihr halt
ja, eben auch bei uns Uhren findet, wo keine Originalpapiere mehr vorliegen. Die Dinger haben wir alle auf Herz und Nieren geprüft. Das heißt, es gibt Echtheitszertifikate zu den Uhren bei Kauf, wo wir halt eben dementsprechend, ja, das Original dementsprechend auch ausweisen. Das ist alles nicht so das Thema. Das ist halt eben auch eine Geschichte eben mit und bei den Preisen. Also die Uhren unterscheiden sich da halt dementsprechend auch in den Preisklassen mit und ohne Papieren. Das können schnell zwischen 600 und 1000 Euro sein, wenn halt eben Originalpapiere gewünscht sind. Aber das macht diese Uhr nicht schlechter, also wenn keine Originalpapiere da sind. Wenn es dann doch so um den Werterhalt geht, weil kalkulativ bleibt alles gleich. Wenn man dann doch mal, keine Ahnung, so eine Uhr veräußern wollen würde, dann weiß man auch dementsprechend, wo man einsteigen muss. Ja. Beziehungsweise, wie schon gesagt, wir sind halt eben hier und stehen auch da gerne mal Rede und Antwort, beantworten diese Dinge. Also, wie schon erwähnt, hier liegt eine 16014, ist ein super Einsteigermodell mit Weißgoldlünette, Jubiläband und aus meiner Sicht in 36 mm, ja, eine Unisex-Uhr, das kann Männlein und Weiblein tragen. Und naja, das ist eine Top-Uhr. Es ist also egal, ob ich heute jetzt irgendwie sportlich angezogen bin, wir haben alle heute Shorts an, tragen weißes Hemd oder ein Poloshirt oder wie auch immer. Ja. Oder ich habe vielleicht eine Abendgarderobe mit einem tollen Hemd, einer Krawatte und einen Anzug. Also das sieht super aus. Kann ich bestätigen, habe ich schon zu allem getragen. Also, dann sprechen wir da auch eine Sprache. So, gab eine kurze Unterbrechung, weil es ist heute Samstag und wir drehen hier quasi im laufenden Geschäft. Das heißt, hier waren eben Kunden, so wie das halt so ist in so einem Laden. Ne? Und wir haben jetzt noch die letzte Uhr für euch. Und ja, erzähl mal, Glenn, was haben wir da? Was haben wir? Wir haben hier eine schöne Omega Reduced, also eine ganz, ganz tolle Uhr aus dem Haus Omega. Auch hier für mich immer, wenn ich so gucke, tolles Einsteigermodell. Na, eigentlich wird das dem eigentlich gar nicht gerecht, wenn ich mal so sagen soll. Weil wenn ich diese Uhr halt eben irgendwo ein Stück weit sehe, die ist echt hübsch. Also das ist eine ganz, ganz tolle Uhr. Ganz, ganz begehrt, gerade bei unseren Jungkunden, die wirklich sagen, oh, ist eine super Uhr, sind immer super informiert, eben gerade was so speziell diese Omega-Modelle angeht. Und ja, wir sagen halt in der Regel immer, so banal sich das ein Stück weit anhört, das Ding steht vorne im Schaufenster. Und wenn wir dann mal in der glücklichen Lage sind, mal vielleicht 4, 5 zu bekommen, ja, die sind keine Woche hier. Dann sind die weg. Weil man eben auch diese Uhren leider so nicht mehr bekommen kann. Die werden ja so auch nicht mehr hergestellt oder so produziert. Und ja, ich gucke jetzt selber wieder, weil ja, die sind toll. Also das ist wirklich hübsch. Eine ganz, ganz tolle Einsteigeruhr im Omega-Bereich oder im Segment. Das sind so Uhren, die liegen so bei 3000 Euro. Und wenn ich jetzt eben auch sehe, das ist dann auch endlich mal eine Uhr, wo man jetzt mal guckt, wenn es jetzt eben nicht die berühmte mit der Krone ist, habe ich ja schon 2, 3 Mal erwähnt, die auch einen ganz tollen Sprung gemacht hat. Also diese Uhr haben wir jetzt gesehen, jetzt ganz speziell in diesem Jahr, hat eine Werterhöhung von 400 Euro. Also das ist schon echt nicht schlecht. Und habe ich oder sollte man in seiner Sammlung eben auch haben, weil das ist, ja, das ist eine Hammeruhr, also ganz, ganz toll. Und auch hier, wir haben uns ja hier im Haus ein Stück weit irgendwo entschieden, Uhren anzubieten, ja, von denen wir überzeugt sind, aber ich denke mal in erster Linie für euch wohl auch ein Stück weit mit am allerwichtigsten, die wir auch beservicen können. Mhm. Also was ganz viele eben nicht wissen, was ich persönlich auch ein Stück weit schade finde, ja klar, jetzt komme ich wieder, bin ja nun auch schon ein bisschen älter. Und was mich ein bisschen stört oder ein bisschen nervt, ist, dass man uns, die ja wirklich für euch wirklich alles versuchen, auch alles zu machen, wenn halt eben Kunden kommen mit Fremdfabrikaten, wie die überwiegend leider häufig wegschicken müssen, weil wir schlicht und einfach nicht an die Ersatzteile kommen. Das heißt, wenn wir hier eine Uhr verkaufen, dann möchten wir, obwohl man das nicht mehr zu 100% müsste, auch mit einer einjährigen Gewährleistung, so sprich ein Jahre Garantie auf das, was wir euch an die Hand geben. Und das können wir leider eben bei Fremdfabrikaten nicht. Was die Sache vielleicht noch ein Stück weit schwieriger macht und für uns auch ein Stück weit wichtig, wenn eine Uhr was hat und die repariert werden muss, insofern es eben nicht Gewährleistungsansprüche sind. Wenn jetzt so eine Uhr repariert werden
soll, dann wollen wir das auch durchführen können. Können wir nicht, wir kriegen die Teile nicht. Also das ist so, dass sich da einige Hersteller mittlerweile ja so hinstellen und wirklich sagen, wenn ihr Probleme habt mit der Uhr, müsst ihr zu uns kommen, das können nur wir. Okay, alles klar. Das können nur die. Das ist, nimmt man dann einfach mal so ein Stück weit so hin, ist okay. Was mich so ein bisschen ärgert, ist dann irgendwo, wo ist eigentlich die Kostentransparenz bei so einer Reparatur? Also wir halten das wirklich so, dass wir nicht einfach über einen grünen Klee sagen, so die Revision kostet jetzt viel Geld, sondern wir gucken wirklich rein und gucken, was hat die Uhr überhaupt? Was ist damit? Manchmal ist es tatsächlich so, wenn man so eine Uhr auf gewisse Geräte legen kann oder wenn der geschulte Blick da ist, dass es vielleicht manchmal auch nur ganz einfache Sachen sind, die man vielleicht relativ zügig und kostengünstig in Ordnung bringen kann. Und ja, wenn es dann eben auch teurer wäre, ich finde es halt gut, wenn man die Leistung, die man dann auch erbringt, spezifiziert und dem Kunden ein Stück weit wirklich sagt, hör zu, das und das ist kaputt, ja. Das wird das und das in Kosten mit sich bringen. Das finde ich deutlich fairer. Aber wie gesagt, auch da hat jeder so sein ja, keine Ahnung. Seine Philosophie und seine Art, keine Ahnung. Vielleicht sehen die das auch ein Stück weit aus Cross-Sale-Potenzial, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es nicht. Also wir wollen es so machen, weil wir es auch euch gegenüber halt einfach ein Stück weit auch fair finden. Ja, und deswegen haben wir uns, wie gesagt, eben auch auf diese Modelle spezialisiert oder haben halt eben auch unser Hauptaugenmerk darauf, weil wir euch wirklich was an die Hand geben wollt, ja, wo ihr Freude mit habt. Ja, ja. Mega. Danke. Damit haben wir drei richtig tolle Uhren vorgestellt. Mhm. Drei, wie man sagen kann, so ein bisschen Einsteigeruhren im Luxussegment. Ja, wir haben hier mal, also in dem Videotitel wird stehen, bis 10.000 Euro. Wir sind hier ein ganzes Stück drunter mit einer richtig ja, tollen Sub, ja. Einer richtig schönen Datejust und einer unfassbar schönen Speedmaster auch. Mhm. Und vielleicht so abschließend nochmal, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich will starten in dem Bereich, ne, irgendwie so in dem Bereich Uhren, Rolex, Omega. Was würdest du dem so als wichtigsten Tipp irgendwie mitgeben? Wie soll man anfangen? Wie soll man sich informieren? Was soll man machen? Ja, sinnig ist es wahrscheinlich wirklich mal, so sich mal vorab erstmal mit den Modellen auseinanderzusetzen, sich so zwei, drei Sachen anzugucken, mit dieser Vorstellung eben auch hier ins Geschäft zu kommen, dann schaut man sich das Ganze erstmal an. Also für mich eben auch wichtig, was für eine Person ist es. Und ich denke mal, über die Jahre haben wir da eine ganze Menge Erfahrung, um euch eben auch ein Stück weit Hilfestellung zu geben. Und ja, es gibt keine dummen Fragen. Ne? Also ja. Wir beantworten euch gerne alles. Also wir nehmen uns hier echt die Zeit, setzen uns damit auseinander, weil ich sage wirklich nochmal abschließend, diese Uhr, die ihr dann vielleicht bei uns oder irgendwo anders erwerben wollt oder wie auch immer, ja, wir sehen das so, ja, als wenn wir sie selber tragen würden. Mhm. Das Signal wollen wir ganz klar nach außen bringen. Wir sind überzeugt von dem, was wir haben. Wir sind hier überzeugt von der Qualität, die wir haben. Und ja, das ist für uns echt das A und O. Also wie ich bereits eben auch schon vorhin einmal erwähnt habe, lächeln. Kommt echt lächelnd hier rein und geht auch lächelnd raus. Also wenn ihr Freude habt und auch das durfte ich selbst schon erleben und das ist ein schönes Gefühl, wenn ein Kunde mal nach einem Jahr mit einer Uhr, die er hier erworben hat, auch ins Geschäft kommt, ja, und einen einfach auch mal drückt und sagt, vielen Dank für die tolle Empfehlung. Weil das eine ist halt dieses emotionale Gefühl, so wie du es vorhin ja auch ein Stück weit geschildert hast, ja. In der Form, sich beschenkt, was Besonderes gegeben zu haben, aber eben auch das andere Gefühl auf der anderen Seite zu wissen, ich habe hier was am Handgelenk, ja, ich habe Gewinn gemacht, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ja. Ja, wo das ganze Ding irgendwo passt und ja, dann ist alles gut, ne? Ja. Weil dann weiß man halt eben, es bleibt eben nicht eventuell bei dieser einen, sondern das Vertrauen ist halt eben da zu uns als Händlern. Und ja, dann wissen wir, dass wir hier mit versammelter Mannschaft, und das sage ich echt hier für alle, und da breche ich auch echt eine Lanze, hier gibt jeder 110%. Gibt es gar nicht. Ja. 110%. Nein, hier gibt wirklich jeder 100%. Also hier ist wirklich alles bemüht, tolle Sachen für euch ja. In die Auslagen zu stellen. Super. Ich denke, für den Einstieg war das echt ein super gutes, langes, informatives Video. Wenn ihr Fragen habt, kommt hierher, immer gerne. Ruft die Jungs an, ja, die sind immer gesprächsbereit. Ich habe hier nur die besten Erfahrungen gemacht, ich komme gerne her und wir tauschen uns auch so aus, wie gesagt, unabhängig von Videos oder sonst was. Ja,
Link ist natürlich in der Beschreibung. Schreibt unten auf jeden Fall rein, was ihr über das Video denkt, was für Videos zu Uhren kommen sollen. Da kommt vielleicht bald wieder was hier von Uhrwerk 31, von Glenn und mir. Und dann würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ihr seid herzlich willkommen. Peace. Bleibt gesund.